Und dann haben wir die Umrandung fertig. Hey, dann können wir die Deckschicht anfangen. Können wir mal wieder zum lustigen Teil übergehen. Gibt hier noch genug zum Füllen. Aber ja, alle Brickfronts sind versorgt mit Arbeit. Ja, wollte gerade sagen, jetzt sollten sie dann aber langsam mal anfangen, von oben nach und nach abzutragen. Oh, jetzt haben wir hier soweit fertig. Dass wir können hier. Jetzt der Fitzelchen noch füllen. Dann haben wir das geschafft und können noch die Abdeckung drauf machen und dann sind wir mit der Seite fertig. Erstmal, bis dann die letzte Deckschicht oben drauf kommt. Aber dafür müssen wir erst die andere Seite fertig machen. Und dann noch bis runter abtragen. So, der Rest kommt hoffentlich dann und füllt noch den Rest auf. Wenn unsere Steine langsam wieder zunehmen, wie es aussieht. So, ein Loch fehlt noch, dann ist gefüllt. Dann kommt die Deckschicht. Yippie, Deckschicht. Die sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein.
So, das heißt, du kommst hier hin an den Anfang. Und dann wird es Zeit. Dass die Felsen fliegen. Flonk. Ja, gerade läuft es wirklich gut. Es ist doch ein sehr schöner Fortschritt, wenn eine Seite endlich mal fertig ist. Vor allem die, wie gesagt, größere Seite. Ich glaube nämlich, für den Bereich hier brauchen wir nicht so viel wie für den da drüben. Jedenfalls kommt er mir kleiner vor. Und ja, das hier scheint auch einigermaßen so zu klappen, wie ich es gehofft habe.
Na, wie sieht's aus? Können wir endlich mal wieder ein bisschen Licht haben? So, wie sieht es hier oben aus? Oh, da haben sie schon fast. Da haben sie, glaube ich, sogar schon die erste Schicht abgetragen. Weil da war, glaube ich, noch eine oben und sind jetzt gerade schon bei der zweiten Schicht. Ja. Das wird halt wieder etwas länger dauern, weil sie arbeiten jetzt über die ganze Fläche, nicht so ein kleines Fitzelchen wie hier. Dadurch gehen auch die beiden Treppen weg. Sieht übrigens auch ein bisschen stylisch aus mit der Treppe hier so. Geht nur blöderweise nicht ganz so gut. Mit solchen Treppen. Also ja, das würde gehen noch, aber wenn ich dann hier ein Steinchen dazwischen haben wollte, würde das halt nicht gehen. Neue Pyramide. Pyramide bräuchte ich allerdings dann eher diese Dinger hier. Eins, zwei, drei, vier dazwischen. Dazwischen. Und ja, ich experimentiere mal gerade ein bisschen rum, während meine Projektfans am Arbeiten sind. Fällt gerade nur so auf die. Ja, doch, die Spitze sollten wir auch hinkriegen. Nämlich jetzt aus vier solchen. Nur eine Pyramide.
Und hey, Licht. Eine andere interessante Frage wäre, für was ist eigentlich der Block? Gut. Gut, man kann Stufen dran bauen. Aber was macht man dann spätestens hier? Ah doch, das geht sauber über. Also ja, wenn man eine Art Kampfarena bauen möchte. Würde das so gehen? Oder eine Badewanne. Ja, ich gebe zu, ich kenne mich auch nicht mit allen Steinen so gut aus und was man mit ihnen so alles anstellen kann. Aber ja, das war das genaue Gegenteil einer Pyramide. So eine Art Mini-Kolosseum. Oder wahrscheinlich, wenn man Burgen baut, kann man damit in den Ecken. Würde ich mir aber als ziemliche Steinverschwendung vorstellen. So, wie sieht's hier aus? Hier ist noch ein bisschen Arbeit. Hey, wir decken schon die ersten Dingsies damit zu. Während hier oben fleißig weiter abgebaut wird. Ja, jetzt gerade einfach mal nur nebenbei zum Basteln. Bisschen Abwechslung vom ständigen Erde herum schürfen zu kriegen. Ja, ich würde aber sagen, dann speichern wir auch mal wieder. Dieses Spiel safe overwriten. Dumm. So, und dann gibt's hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.